RB Leipzig gewinnt mit Marcel Sabitzer in der Champions League. Rapid und LASK treffen heute auf die englischen Topclubs Arsenal und Tottenham und Mick Schumacher entscheidet sich für die Startnummer 47. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Gestern Abend besiegt RB Leipzig Başakşehir Istanbul mit 4:3. Kapitän Marcel Sabitzer war dabei über die gesamte Spielzeit am Feld. Konrad Leimer musste aufgrund einer Verletzung zuschauen. Mit diesem Sieg erkämpft sich auch der deutsche Bullenclub nächste Woche ein Endspiel um den Einzug ins Champions League Achtelfinale. Die Leipziger treffen dabei auf Manchester United. Die Engländer mussten sich gestern im Spiel gegen Paris Saint-Germain mit 3:1 geschlagen geben. Dabei wurde Superstar Neymar mit 2 Toren zum Man of the Match für die Franzosen. Fix aufgestiegen ist bereits Borussia Dortmund. Dem BVB genügt gestern Abend ein 1:1 gegen Lazio Rom. In der Gruppe G besiegt Juventus Turin Dynamo Kiew mit 3:0. Dabei erzielt Cristiano Ronaldo sein 132. Champions League-Tor. Dieses Spiel hat zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League eine Frau geleitet. Schiedsrichterin Stefanie Frappart hat damit ihre gelungene Premiere gefeiert. Im zweiten Spiel der Gruppe G besiegt der FC Barcelona ohne Lionel Messi Ferencváros Budapest mit 3:0. Der Mann des gestrigen Abends war nach allen gespielten Partien eindeutig Olivier Giroud. Der Franzose erzielt beim 4:0-Sieg von Chelsea gegen Sevilla alle 4 Tore. In der Europa League trifft heute Abend der LASK zu Hause auf den Premier League Tabellenersten. Bereits gestern sind die Tottenham Hotspurs ohne Kapitän Harry Kane in Linz angekommen. Die Spurs sichern sich am Sonntag gegen Chelsea die Tabellenführung. Keine leichte Aufgabe für die Stahlstädter, die im Hinspiel gegen die Mannschaft von José Mourinho klar mit 3:0 verloren haben. LASK-Trainer Dominik Thalhammer muss noch dazu auf seinen gesperrten Kapitän Gernot Trauner verzichten. Auch Rapid trifft heute auf eine englische Topmannschaft. Arsenal liegt aber im Gegensatz zu Tottenham nur auf Platz 14 der Tabelle. Die Gunners mussten am Sonntag eine bittere Heimniederlage gegen die Wolverhampton Wanderers einstecken. Für die Hütteldorfer steht heute um 21 Uhr das Auswärtsspiel im Emirates Stadium an. Im Hinspiel gegen die Gunners mussten sich die Grün-Weißen noch vor einigen Wochen knapp mit 2:1 geschlagen geben. In der Gruppe K trifft heute der WRC auf ZSK Moskau. Die Wölfe benötigen in diesem Spiel einen Punktegewinn, um nächste Woche noch realistische Chancen auf ein Weiterkommen zu haben. Wie sich die 3-Euro-Fighter schlagen, erfahren Sie heute im Live-Ticker auf KRONE.at. Wie auf KRONE.at schon berichtet, ist der Name Schumacher in der neuen Formel-1-Saison 2021 wieder mit dabei. Nur diesmal nicht mit Michael Schumacher, sondern mit seinem Sohn Mick Schumacher. Gestern wurde bekannt gegeben, dass der 21-Jährige ein Cockpit beim Team Haas bekommt. Er wird zu Beginn seiner Karriere mit der Startnummer 47 fahren. Die Zahl hat eine ganz besondere Bedeutung für den Neuling. Sie setzt sich aus seinen 2 Lieblingszahlen zusammen, der 4 und der 7. Und mit beiden fährt schon ein anderer Formel-1-Pilot, deshalb nimmt er einfach beide. Lando Norris fährt mit der 4, Kimi Räikkönen mit der 7. Wenn man all unsere Geburtstage in der Familie zusammenzählt, ergibt das die 47, erzählt Mick Schumacher. Nach der Einigung mit Haas ist der erste Anruf an die Familie gegangen. Teamchef Günther Steiner freut sich sehr, mit Schumacher zu arbeiten. Dem 21-Jährigen ist aber bewusst, dass er die Erwartungen bei den anderen ein bisschen dämmen muss. Wir werden nicht um Siege fahren im nächsten Jahr, auch wenn ich das gerne würde. Es wird mein erstes Jahr sein. Es wird ein interessanter Faktor werden, wie schnell ich mich an die Formel 1 gewöhne. Klar ist, dass ich mein Bestes geben werde, so der Formel 1-Pilot. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.